Hallo, willkommen hier bei der Gartenbahner, die Serie. Ich habe mich schon dort platziert, wo unsere nächste Baumaßnahme stattfindet. Und zwar gestalten wir uns diesen Bahnhofsbereich neu. Wir setzen eine Drei-Wege-Weiche ein. Endlich habe ich eine und diese wird nun eingebaut. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich mir eine holen soll. Ja oder nein. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile von dieser, aber ich finde die optisch so cool. Die muss eigentlich in jeder Gartenbahnanlage rein. Die setzen wir hier ein und unser Mittelgleis von dieser Drei-Wege-Weiche wird dann letztendlich unser Lokschuppen. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Und als allererstes müssen wir die alten Steine rausnehmen, um Baufreiheit zu schaffen für das Neue. Der neue Standort ist auch gefunden. Ja, die Pflanze auf alle Fälle genug Platz, um sich wieder neu zu entfalten. Und überall kommt die Sonne ran. Und was wir auch gleich noch mitmachen werden, ich ersetze diese Radius 1 Weiche durch eine größere Radius 3 Weiche. Hat zu einem etwas Optisches, weil ihr seht, hier ist so ein komischer Knick drin, beziehungsweise hier vorne bei der Radius 1 Weiche, die macht schon hier rüber. Das hat mich jetzt schon immer gestört. Deswegen kommt jetzt die etwas größere rein, etwas weiter hier unten versetzt und ich kann die Radius 1 Weiche gleich hier vorne mit benutzen bei unserem neuen Abstellgleis. Los geht's!
So soll es dann ja ausschauen. Hier kommt die eine kleine Weiche rein. Der Stein kommt raus. Übrigens, das ist ein ganz besonderer Stein. Ihr werdet nie erraten, woher dieser Stein ist. Was denkt ihr? Es ist Sandstein. Und wenn man da davor steht, schaut man von ganz unten so nach oben und denkt, die Steine, die nehmen mir absolut kein Ende. Schreibt es in die Kommentare, was denkt ihr? Da liegen so mehrere tausend Steine übereinander. So. Hier kann ich eigentlich die Verschalung wegnehmen. Die brauchen wir dann nochmal. Und ihr seht, ganz viel Dreck drunter. Also die losen Schienenverbinder, das ist wirklich, ich will nicht sagen das allerletzte, aber für den Außeneinsatz total ungeeignet. Hier ist so viel Dreck drin. Kein Wunder, dass hier die Schienen nichts mehr leiden. Deswegen einmal die festen Schienenverbinder ran, so wie hier, dann hat man wirklich Ruhe. Schaut mal an, so sah das jetzt aus. Ich habe das jetzt hier aufgehebelt. Man kann es erkennen. So viel Dreck, also kein Wunder, dass das nicht mehr leidet. Hier. Ich drehe es mal andersrum. Ja, die alten raus und durch feste Schienenverbinder ersetzen. So, und ich hoffe mal, dass wir das Stück Schienen, was ich jetzt hier schon so habe, gleich nutzen können, ohne ein neues zu zersägen. Aber bestimmt nicht. Aber mal schauen. Das könnte klappen. Ach, Wahnsinn. Also ihr könnt es bestimmt sehen. Auch, ja. Nur Dreck. Gleich weg damit. Hier ist der Winkel nicht ganz, trifft nicht ganz, also muss ich, denke ich mal, hier ein neues Stück Schiene reinsetzen. Oder? Also hier auf alle Fälle. Es könnte vielleicht. Ja, na mal schauen.
Und nun werden wir hier ebenfalls ein kleines Eckfundament setzen, aber zuerst müssen wir mit der Trennscheibe oder mit der Fleckscheibe hier den Betonbord wegnehmen und danach werden wir das Fundament gießen. Und der Zwischenstand bis jetzt, man nähert sich dem Ziel. Was jetzt noch kommen muss, ist natürlich das Abstellgleis hier hinten, wo dann der Lokschuppen hinkommen soll. Und das Abstellgleis, was bis hierher geht, mit einem Prellbock. Ich lasse jetzt noch den Beton ordentlich schön trocknen und danach geht's weiter. Und das war es auch schon wieder mit der Folge 1 vom Umbau von diesem Vorplatz. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wie in der nächsten Folge diese Baustelle fertiggestellt wird,
Dann schau doch nächste Woche wieder rein. Ich sage erst einmal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.